Hat er das jamaikanische Glück, existiert das? I don't know, mit nach Deutschland gebracht, mit in seine Wohnung gebracht, mit zu dieser Maus gebracht und mit in diese Kisten gebracht? Ich bin wieder da. Ich war ein paar Tage abstinent, weil ich auf Jamaika war, für ein paar Tage. War sehr nice und so weiter. Aber kommen wir zu den wichtigen Sachen im Leben. Gelben Geld in den Rachen schieben. Snackbite Case, 20 Stück an der Zahl. Sesam, öffne dich. Gloves sind das, was wir brauchen. Und wir sind bei keine Ahnung wie vielen Kisten. Und ja, also wir waren ein paar Tage weg. Ich habe ja alles vorproduziert. Das bedeutet also, ich glaube, bis auf das letzte Video, was jetzt noch kommen wird, habe ich wirklich irgendwie anderthalb Wochen oder so keine Kisten geöffnet. Das heißt, rein theoretisch müsste Gaben schon sehr nervös geworden sein. Denn ich bin ja mehr oder weniger seine Haupteinnahmequelle. Das heißt, der muss ja gesehen haben, dass ich eine Woche oder so oder anderthalb Wochen kein Geld ausgegeben habe für Kisten. Das heißt, eigentlich müsste er mich jetzt ziemlich fürstlich belohnen, damit er sagt, okay, oh, wir haben es übertrieben. Er muss mal wieder das goldene Symbol bekommen, damit er dann weitermacht. Ja, so läuft's ja. Du wirst dann ab und zu mal belohnt mit einem Banger und dann bist du wieder drin. So funktioniert das Ganze. So ist das strukturiert. Und deswegen bin ich mir sicher, dass, jetzt habe ich das übrigens erst gesehen, dass das Symbol demnächst reinkommen wird. Ne? Also, let's see. Let's see, let's see, let's see. Okay, bis dato, okay, vielleicht will er mich in Sicherheit so wiegen, so von wegen, ja, er ist jetzt wieder da. Und wir dürfen nicht sofort übertreiben. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, okay, er war ein paar Tage weg, er merkt jetzt. Wir waren jetzt nervös und so, und weißt du, er kann nicht gleich mit einem Banger um die Ecke kommen. Deswegen macht er so weiter, wie er aufgehört hat. Und erst irgendwie währenddessen so plötzlich Bang! Goldenes Symbol. Bam, bam, bam! Krass, krasse Gloves. Aber vorher gibt es nur Blau. Ne? Einfach fürs Feeling. Damit er denkt, okay, ich werde denen nicht auf die Schliche kommen. Und werde nicht regelmäßig eine Woche lang nichts eincashen und so, weißt du? Sowas ist das nämlich. Ja, damit hat er mich jetzt auch, ja. Also, I believe, Gaben, I believe. Okay, langsam. Langsam darfst du jetzt aber auch mal zeigen, was du kannst. Ich will jetzt niemanden drängen oder so, aber ich meine nur langsam. Ganz langsam darfst du dann jetzt auch mal die Gloves zeigen. Guter Mann. Na gut. I see. Ja. Wir haben ja noch ein paar, ne? So ist es ja nicht. Wir haben noch ein paar Slots. Wir haben noch ein paar Kisten, wir haben noch ein paar Keys. Wir brauchen nur eine Kiste. Es ist ja nichts, was aufbauend ist. Ja, wir brauchen jetzt nicht jetzt schon irgendwie dreimal das goldene Symbol, damit wir es beim vierten Mal anlocken können oder so. Nein, wir brauchen nur diese eine Kiste mit den Gloves drin und dann halt Banger Gloves. Ne? Weil alles andere kommt ja nicht in Frage. Ich meine, jetzt mir Gloves hier reinzudrücken, die irgendwie so 70, 80 Euro wert sind, das wird er nicht tun. Auch 100 oder 200 Euro wäre viel zu wenig. So, wenn die Gloves kommen in den nächsten 3, 4 Wochen, dann werden es insane Gloves. So, ne? FN natürlich. Selbst, also selbstreden FN. Also eine andere Condition kommt da gar nicht in den Kram. Und dann natürlich auch gute Gloves. Ja, vom Marktwert sehr hoch. Nichts Billiges. Jetzt haben wir noch 2 Stück. Und ja, entweder dieser oder der nächsten. Und dann gucken wir, welche Gloves es jetzt geworden sind. Ne? Mal gucken. Okay, dann jetzt. Also macht euch gefasst auf das goldene Symbol.
jetzt hier wird's kommen. Selbstverständlich. Mhm. Ich wurde nicht vermisst. Ich wurde gar nicht vermisst. So überhaupt null.